Unser Studiogast heute. Bekannt, geschätzt, nicht bei allen beliebt. Von Anfang an dabei in einem Betrieb, der die Aufgabe hat, Millionen zu informieren und zu unterhalten. Dem Zuschauer vertraut durch die Sendung Der Schwarze Kanal. Heute bei uns der populäre Journalist, der Chefkommentator des DDR-Fernsehens. Karl Eduard von Schnitzler. Genosse Schnitzler, seit 18 Jahren läuft nun schon jede Woche der Schwarze Kanal. Ist Ihnen das, Verzeihung, nicht langsam über? Ja, es steht mir manchmal bis hier. Aber ich gleiche das ja aus, denn erstens tut man es aus Pflichtgefühl, die Einsicht in die Notwendigkeit. Und zum Zweiten gleiche ich es aus, indem ich ein- oder zweimal im Jahr, mindestens einmal, eine große Freund-Reportage mache. 52 Mal im Jahr Feindbild, ein- oder zweimal Freundbild DDR oder Sowjetunion oder im nächsten Jahr Ungarn oder vor 3 Jahren arabische Staaten. Genosse Schnitzler, worum geht's übermorgen im Schwarzen Kanal? Oh, das ist seit langer Zeit zum ersten Mal, dass ich am Sonnabend das schon sagen kann. Es wird nämlich am Montag gar keinen Kanal geben. Montag ist die Freundschaftskundgebung mit dem Genossen Husak und deswegen fällt der Kanal aus. Sonst lege ich das Thema immer erst montags früh so. Na, also ich stehe seit 18 Jahren um 4 Uhr montags auf in der Regel. Und gegen 5 habe ich festgelegt, was ist unser Thema. Dann suche ich dazu raus, was hat der böse Feind dazu gesagt. Und dann wird die Sendung im Laufe des Tages zusammengestellt. Ist diese Sendung nicht eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates? Oh, ich habe noch nie einen westdeutschen Arbeiter zum Streik aufgerufen, noch nie einen Bundesbürger, seine Regierung zu stürzen. Mein Adressat, mein Zuschauer ist der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, der selber das Opfer oder das Objekt einer ganz üblen Einmischung ist, weil nämlich 3 Fernsehsender des Westens von morgens bis abends die DDR überschwemmen. Und wir müssen ja lernen, mit dem Feind zu leben. Wir drehen ja keine Antennen um. Wir müssen lernen, mit dem Feind zu leben, auch mit dem Fernsehen der BRD. Und ich gebe mit dem Kanal so ein bisschen Lebenshilfe. Aus Ihren Sendungen kennen wir Sie immer nur mit so einem ernsten Gesicht. Können Sie auch humorvoll sein? Ja, also man kann nicht 18 Jahre lang jeden Montag sich mit dem Feind beschäftigen, ohne Humor zu haben. Das geht nicht. Aber außerdem bediene ich mich ja der Satire und der Ironie, die ja Kategorien des Humors sind. Aber natürlich, wenn ich dauernd über die NATO oder über die Neutronenbombe rede, dann kann ich keine Witze machen. Und das ist eine sehr ernste Sache natürlich. Meinen Sie nicht, dass wir zu wenig Humor auf dem Sender haben? Und nicht nur auf dem Sender, wir haben überhaupt ein bisschen zu wenig Humor. Gerade wir Sozialisten sollten doch wenn einer Grund hat zum Lachen, wenn einer Grund hat, sich über einen Feind lustig zu machen, dann sind doch wohl wir es, ja? Genosse Schnitzler, möchten Sie, dass immer alle alles sehen? Ja, ich möchte natürlich, dass möglichst viele meinen schwarzen Kanal sehen, das ist klar. Aber im Prinzip würde ich diese Frage mit Nein beantworten. Ich glaube, der Zuschauer sollte sich mit mehr Aufmerksamkeit das Programm anschauen, langfristig im Voraus, und sich ganz genau raussuchen, das interessiert mich, das wird mir Freude machen, darauf stelle ich mich ein. Und dann diese ausgesuchte Sendung sich ansehen, sodass also das Fernseherlebnis, die Unterhaltung oder Bildung durch das Fernsehen ein Teil der Freizeit ist und nicht, dass das Fernsehen so als Musiktapete einfach runterläuft. Stichwort Freizeit. Treiben Sie Sport? Ich habe nicht verstanden. Treiben Sie Sport? Ja, ich schwimme, wenn ich die Zeit dafür habe. Ich habe eine Wirbelsäulenverletzung, deswegen muss ich schwimmen. Aber es ist nur die Wirbelsäule. Mein Rückgrat ist in Ordnung, ja? Wann waren Sie denn das letzte Mal tanzen? Oh, im August, bei anlässlich des 60. Geburtstages meines Freundes Professor Hans Anselm Perten in Rostock. Und ihr werdet lachen mit meiner Frau. Was ist Ihre größte Stärke? Was Ihre größte Schwäche? Größte Stärke, größte Schwäche, oh, selber darüber auszusagen, ist natürlich schwer. Ich würde das oder mal weglassen. Stärke, Schwäche, Ungeduld. Ungeduld gegenüber dem Mittelmaß, sehr ungeduldig bin ich da. Ungeduld, wenn es nicht schnell genug weitergeht, Ungeduld in der Auseinandersetzung mit dem Feind, das ist revolutionäre Ungeduld, das ist, glaube ich, eine gute Sache, das ist eine Stärke. Und zu einer Schwäche wird das, wenn man diese Ungeduld überträgt auf Freunde, auf Genossen, einschließlich der eigenen Frau. Wenn man also ungeduldig wird, da muss man dran arbeiten. Das sollte man nicht durchgehen lassen. Wovon haben Sie keine Ahnung? Keine Ahnung? Ja.
Na, ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie es im Kopf oder im Herzen, in dem Gefühl, in der Seele eines Bürokraten aussieht. Da habe ich weder Ahnung von noch Verständnis für. Kennen Sie das Gefühl der Angst? Kennen Sie das Gefühl der Angst? Bitte? Kennen Sie das Gefühl der Angst? Ich kann nicht verstehen. Ich würde immer Komm mal, reden, ne? Kennen Sie das Gefühl der Angst? Gefühl der Angst? Natürlich. Wer sagt, er hätte keine Angst, der lügt oder macht sich was vor. Es kommt darauf an, wie wird man mit der Angst fertig, wie überwindet man sie und wie sorgt man dafür, dass man einem die Angst nicht anmerkt. Haben Sie ein Hobby? Ja, Fußball. Aber da möchte ich heute in Erfurt nicht drüber reden. Kennen Sie auch Lampenfieber? Lampenfieber, kennen Sie auch Lampenfieber? Oh ja. Oh ja, was glaubt ihr, was ich seit gestern Abend für Lampenfieber habe? ich meine, Lampenfieber ist sogar etwas Notwendiges. Der Künstler, der Journalist, der Publizist, der Redner, der keinen Lampenfieber hat, der läuft ganz große Gefahr, in das Schema abzufallen und in der Routine zu versinken. Lampenfieber ist gar nicht schlecht. Man muss nur damit fertig werden. Was halten Sie denn von Rock und Beat? Oh, viel. Rock und Beat halte ich sehr viel. Zumal ja international gesehen der Rock jetzt auch ein bisschen leiser wird und also in absehbarer Zeit, in ein, zwei Jahren, auch bei uns etwas leiser sein wird. aber wenn ich natürlich da eben meinem... Aber wenn ich da eben meinem alten, jungen, guten Freund Günter Fischer, ihr habt ja schon gehört, 10 Jahre Günter Fischer Quintett, meine Hochachtung, wenn ich da Günter Fischer gehört habe und er würde jetzt zum Beispiel einen alten, populären Evergreen, einen Blues anstimmen, das würde ich natürlich gerne... Günter, ich gebe dir mal 3 vor, ja? Na bitte. Spaß gemacht und die Überraschung mit dem Klavier ist wirklich gelungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor.